So, hallo. Ja, ab geht's. Komm schon, ich helfe dir hoch. Na bitte. Danke. Und jetzt Geduld. Ja. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Also sieht schon mal Hammer aus hier, ey. Ohne Witz, grafisch echt wieder super. Wobei halt, ihr wisst schon, Na hier los, irgendwie hier entlang. Hier ist ist klar, halt dass wir uns Hammers Uncharted. Hans Versteck entfernen. Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Aber hier ist das Klettern schön schnell, nicht so wie in God of War, ey. Kriegt man richtig das Kotzen. Oh, das sieht doch bestimmt. Oh, das sieht ganz okay aus. Ich erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 an Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Schon haben wir drei Schätze. Schätze, das ist ein Feuerzeug, ey. Hoch, hoch, hoch. Was bedeutet hoch? In unserem Fall, ah. Okay. Die kann auch gut hüpfen, ey. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit? Checke nur unsere Optionen. Bleib hier. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Ach so. Bisschen laut, oder? Gott. Schon mal los. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Da vorne.
Ja, also das Klettern funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Animationstechnisch auch Hammer, wie sie die Hände so zur Seite und Sachen. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei dem Job immer so gesprächig? Ja. Ey, das ist auch schon wieder sehr geil. Pass auf. Bei dem. Ups. Bei dem ganzen Rumgehüpfe. Verpasst man viele. Ein Problem weniger. Ach du Scheiße, ey. Du Mörder. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Hier sind nur ein Schatzjäger. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Wir wollen hier nichts Politisches. Himmel. Ist er wie in einem Antiquitätenladen? Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Cooles Ding. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Das stimmt. Ist wohl nicht so mit ihrem Land verbunden. Das wird niemand vermissen. Ein Kompass? Und Elfenbeinhändler. Arschloch. Lakshmi, Göttin des Wohlstands. So. Diese Ecke ist wohl irgendwie durch. Ich leime das mal aus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mal lange. Was war das für eine Karte? Westwärts, Hoysala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Trophäen purzeln hier ja einfach heraus, ey.
ist wunderschön. Shit, weg hier! Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ach so, sie ist das. Ah, okay. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Was? Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Es klingt nach nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Ihnen nach! Sehr gute Idee! Alle, schnappt euch! Oh, Scheiße! Na los! Wir müssen über den Fluss! Oh Mann, ey, es wird hier immer unerwartet. In den Kampf gestoßen. Ich hab das Pad zur Seite gelegt. Oh, diese nassen Klamotten, wie das reflektiert und so. Es sieht schon alles. Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden. Na los, direkt hinter dir. Einen von uns, mach sie wieder. Ach du also, Scheiße. Das ist gefährlich. Spring! Oh nein! Mach dich! Komm schon! Hast du die Scheibe noch? Ja, weiter.
Aufpassen! Oh, also echt jetzt! Gleich habe ich dich! Machst du Weicheier! Keine Zeit zu schaffen, Freund! Oh shit. Oh shit. Ich laufe einfach meinem Instinkt hinterher. Oder das, was am offensichtlichsten aussieht. Das läuft super! Wenigstens regnet es nicht den Strömen. Genau! Der Fluss ist direkt unter uns! Rutsch an den Lichtern runter! Ja, das haben wir wohl überlebt. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserla geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in den Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter, Waffen, hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Dreizack. Aganeshas Waffe. Pfeil und Bogen. Gehörten Parashurama. Und die Axt. War ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden... Finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Oh, sehr schönes Dschungelgebiet. Wie das schon wieder aussieht. Okay. Wir sind fast da. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf.
Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Ah, wo ich ihn abgestellt habe. Alles klar. Das war Kapitel 2. Kapitel 3 Homecoming werde ich im nächsten Part aufnehmen. Wir sehen uns dann. Tschüss.